Hallo. 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 Wie heißt die beste Heimwerker-Sendung der Welt? Schultag! Richtig, die Firma Binford präsentiert Ihnen heute wieder Tim Taylor, den Heimwerker-King. Woo! Das ist mein Assistent Al Borland, der Weihnachten in Quarantäne verbringt. Tja, man muss sich ein bisschen Quantumzeit gönnen, wo man nichts tut, damit einem etwas einfällt. Dies ist ein Fortsetzungsvideo über Holzcrafting. Wir basteln weiter an unserem Klimmzugbrett und weil ich befürchte, dass das total unspannend wird, habe ich das Bedürfnis, es mit ein bisschen unnützem Wissen aufzuwerten. Wir starten mit den ersten Infos. Die Holzpreise sind so günstig wie nie. Erzeugerpreise von Holzprodukten um minus 10% günstiger als noch im Vorjahr. Ein guter Grund für ein Holzbauprojekt. Klimmzüge und Aushängen sind super gut für den Rücken. Also, so eine Möglichkeit gehört in jeden Haushalt. Ist ganz einfach gemacht. Das haben Sie schnell selber gemacht. Gehen wir an die Arbeit. Okay. Let's do something. Not like something prudent or something good. Just something. Es gibt Leute, die tun etwas und Leute, die den Ruhm dafür ernten. Der Trick ist, in der ersten Gruppe zu sein. Da ist die Konkurrenz viel geringer. Ich verstehe, was Sie meinen. Fühlen Sie sich jetzt besser? Kein Stück. Ich auch. Wir beginnen mit der Montage des fünften Standbeines für unser vierbeiniges Regal. Ja, so habe ich mir das gedacht. Mal sehen, ob es klappt. Jetzt wird gebohrt, Freunde. Ja, so sieht's wohl aus, Tim. Und wir nehmen einen 38 mm Holzbohrer. Ich bitte dich, Al. Das ist was für Frauen. Wir brauchen ein Männergerät. Los geht's. Binford superleichte Damenbohrmaschine. Sie ist 30% leichter, was jeder Frau bei Werkzeug gefällt. Genau wie bei sich selbst. Hört mal, Leute, wenn wir so eine Nummer schnell und optimal durchziehen wollen, was brauchen wir dann? Mehr Power! Logisch, mehr Power. Danke, Lisa. Und hier ist die Ur-Power. Stufenlos regelbar. Doppeluntersetzungsgetriebe, 1400 Umdrehungen pro Minute, 1,1 PS. Okay, ich hatte keine Schrauben mehr. Ich hatte keine Thorax, wie heißt die Schrauben? Also die mit den 5 Sternen, 5 oder 6 Kanten, weiß ich nicht. Ich habe jetzt noch so einen Kreuzschlitz, wenn man das so nennt. Kreuzschlitz. Was für einen Griff haben die? Ein Vierkantschaft, oder? Ja! Ja! Und wie man sieht und wie man gehört hat, mache ich mir hier eher den Kopf kaputt von der Schraube. Das glaube ich nicht, Tim. Thorax-Spacks. Beim Antrieb hat sich inzwischen die Torx-Schraube durchgesetzt, also der Torx-Antrieb. Ich glaube, Frauen haben einfach kein Gespür. Für grobes Leder, Stahl, Brechstangen, Meißel, Hämmer, Nägel, Stößel, Turbo-Bohrmaschinen. Heute haben wir viel vor. Also mit einer langsamen Umdrehungszahl und schönen Druck dahinter geht das auch einigermaßen mit dem hier. Generell solltet ihr, sobald ihr merkt, dass der Schraubenkopf kaputt geht, die Schraube schnell ausdrehen, eine neue Schraube verwenden, das Bit kontrollieren und dann die Schraube wieder eindrehen. Wenn man immer schön auf den Fachmann hört, läuft sowas wie geschmiert. Ja, fertig. Sauber machen. Kippentest. Ich kann es jetzt nur so weit kippen, das ist da oben jetzt schon verhakt an der Wand. Kippschutz ist mir sehr wichtig. Wieder an den Dübel schrauben. Andübeln bringt einen enormen Stabilitätsgewinn. Jetzt kann ich mich hier dranhängen. Macht das unbedingt. Jetzt kann man hier drauf rumturnen. Der Rest wird später gemacht. Du kannst das fertigstellen und ich sehe mal nach Tim. Tim, alles klar? Ja. Wo ist der Tisch abgeblieben? Hier. Ist klar. Würdest du loslassen? Warte, wo stecken die ganzen Stühle? Wir sind gleich wieder da, nach der Werbung für Binford. Erstmal ein bisschen bestücken. Das gute Stück wird jetzt bestückt. Ja, die Jacke ist schon mal zu lang. Aber der Hut passt. Ich mache hier noch einen Haken hin, dann hängt die Jacke hier runter. Dann passt das schon. Sag's nur, ups, ieps, ups, ieps. Das war ein Versehen. Oder hier. So ganz ausgereift ist das noch nicht. Dann freuen wir uns aufs Erstellen der Hutablage. Ich liebe sie. So, jetzt kommt die super Hutablage. Jetzt hier sind ein paar Zuschnitte. Hoffentlich passt das dann alles. Wir haben vorher schon mit einer Schablone festgelegt, wo wir die Löcher bohren wollen. Und die Stellen dann mit unserer Ahle markiert. Also los, Al, gib mir den Bohrer. Das Gestell ist fertig. Ne, darauf achten, dass hier die Schrauben schön versetzt sind, damit die sich da nicht kreuzen. So. Wissen Sie, Tim, das erinnert mich an ein altes chinesisches Sprichwort. Gib einem Mann einen Fisch und du ernährst ihn einen Tag.
bringe ihm bei, wie man Fische fängt und du ernährst ihn ein ganzes Leben. Das kriege ich jetzt so nicht rein. Ich glaube, ich muss das andersrum reinmachen. Noch einmal drehen. Ich verstehe schon, ich verstehe schon. Kennst du nicht das alte chinesische Sprichwort? Du kannst deinem Fisch das Tanzen beibringen, aber wenn er alt wird, wirst du ihn nicht mehr los. Das glaube ich nicht, Tim. Like, while we're here, we're going to do something. A lot of somethings, actually. And doing nothing is not a way out of the responsibilities and opportunities of personhood. My days end up better when I remember that I'm not choosing between doing something or doing nothing. I'm choosing which something to do. Schritt 18. Garderobenhaken für jede Gelegenheit. Alle zwei, drei und los. Gesehen? In den Start. In Ordnung. Wir sind jetzt bereit und können anfangen. Okay. Nur noch einmal. Willi? Auf die Plätze, fertig, los. Wow, besser als jedes Pferderennen. Das machen wir nachher nochmal. Wieder gewonnen. Is only a waste of time if you don't enjoy it. Sehr gut. Ich finde, die Schraubenaufbewahrungsdöschen, die könnte man besser designen, gestalten, damit die leichter aufgehen. Der sagte damals, Vinceres Kiss, Hannibal, Victoria uti nescis. Hätte ich nie gedacht. Auch gerne nochmal auf Waagerechtigkeit überprüfen. Ich habe Winkel angebracht, und zwar diesmal von oben, damit man die nicht sieht. Sehr schick. Da sind die Details, die keiner braucht. Regal testen mit Zeugs und Krimkrams. Und wenn man keine echten Klimmzüge machen kann, dann macht man einen sogenannten negativen Klimmzug. Hey, hey, Schnitt, 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 ho, ho, ho. Eddie, das ist eine Familiensendung, Mann. Oh. Wenn man keinen Keller und keinen Stauraum hat, einfach alles hochhängen. Einfach alles hochhängen, dann ist der Boden freier. Du hast einen visuellen Stil kreiert, der die Fernsehgeschichte revolutioniert hat. Du bist eine Legende, Tim. Ja. Restholz habe ich hier oben in einem Spezialgeheimfach untergebracht. Fehlt nur noch die selbstgebastelte Holzgarderobenlatte mit Verschnittholzresten. Endlich, so sieht's aus. Hm. Hey! Hey, Schula! Leimen ist mein Leben. Oh nein, jetzt ist es kaputt, genau. Scheiße. So ein Mist. So ist es, Wilson. Wissen Sie, es war Robert Ingersoll, ein Rechtsanwalt im 19. Jahrhundert, der sagte, welch ein Segen, dass zu allen Zeiten jemand den Mut gefunden hat, für seine Überzeugungen einzustehen. Das war ein Anwalt? Ich muss jetzt hier ein bisschen rumexperimentieren. Au! Ich kann nicht dauernd rumblödeln, das hier ist doch nicht Trottel-Time. Oh, hoffentlich bricht man das jetzt nicht wieder auseinander oder dreht sich wieder in alle Richtungen. So. Für mich ist das eindeutig eine wirklich bezaubernde Dekorationsidee. Ich hoffe, das hält einigermaßen. Ich präsentiere dir unser neues Profi-Bekleidungsdepot. Vollautomatisch, Hightech, der Ausweg aus dem Klamottendilemma. Hallo, Jill Taylor. Na, was ziehen wir denn heute an? Dieses hydraulisch gesteuerte Drehgestell ist für die Oberbekleidung. Hosen, Blusen, Hemden, Pullover, Sakkos, Kostüme, Krawatten und so weiter und so weiter. Die Arbeit hat viel Spaß gemacht. Ich warte ja immer noch auf die Explosion. Ach Blödsinn, los, mach das Ding wieder zu. Die Schublade ist auf, die Schublade ist auf. Alles immer griffbereit. Da, wo ich es haben will. Weg vom Boden, weil so kann man besser Boden wischen. Häng mal deinen rosa Kleiderbügel in meinen mattschwarzen Bereich auf. Okay.
Lassen Sie den Bügel fallen und kommen Sie mit erhobenen Händen aus dem Schrank. Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern. Alle Kleidungsstücke, die Sie berührt haben, können vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Tada! Bis zum nächsten Mal! Bleib sauber!